Ein interessanter Aspekt hier in Berlin ist, dass die amerikanische Botschaft nur 200 Meter entfernt von Bundestag und Kanzleramt der maßgebliche Ort gewesen sein soll, von wo aus spioniert worden ist. Guten Morgen, Herr Ströble. Ja, guten Morgen. Haben Sie tatsächlich Hinweise, dass da jemand unter dem Dach der amerikanischen Botschaft saß? Also es gibt diesen Verdacht. Und das Schlimme ist ja, sage ich jetzt als Abgeordneter, dass die Abgeordnetenbüros viel näher liegen als das Büro der Kanzlerin. Die ist ein bisschen weiter weg. Aber es gibt diesen Verdacht, dass mittels IMSI-Catcher oder ähnlichen Einrichtungen von dieser Botschaft aus spioniert worden ist. Da kann man so ein paar hundert Meter abdecken und wir liegen alle innerhalb dieses Bereiches. Das heißt, man muss befürchten, dass der gesamte Bundestag durchaus im Auge der NSA war. Und ist. Naja, wenn wir uns so wichtig nehmen, dann muss man das befürchten. Ja, aber ich weiß es nicht, ob sie es bei allen machen oder sich einige aussuchen. Wie ist es dann möglich, dass die Bundesregierung diesen Skandal so maßlos unterschätzt hat im Sommer und ihn für beendet erklären konnte? Ja, das war damals schon falsch. Wir haben darauf hingewiesen. Die haben eine Möglichkeit gesehen, das so ein bisschen an die Seite zu drängen. Aber das war überhaupt nicht berechtigt. Dieser Verdacht, dass Millionen von Bundesbürgern davon betroffen sind, der ist immer noch. Der einzige Unterschied ist, dass die wahrscheinlich nicht in Deutschland direkt abgehört worden sind, sondern dass ihre E-Mails und ihre Handyverkehre in den USA, worüber die da laufen, über die dortigen Server, dass sie dort abgehört worden sind, beziehungsweise von den Internetfirmen, die Daten geliefert worden sind. Nun fordern alle, auch die Bundeskanzlerin, Aufklärung von den USA. Delegationen werden demnächst nach Washington reisen. Versprechen Sie sich denn davon ernstzunehmende Informationen? Oder wird es wieder sein wie beim nächsten Mal, dass Sie zurückkommen und sagen, alles wunderbar, es hat sich in Luft aufgelöst? Die Bundesregierung und auch die Kanzlerin ganz persönlich müssen endlich mal konkrete Fragen stellen und darauf beharren, dass sie auch beantwortet werden. Es geht auch nicht, dass da ein Gespräch stattfindet und die fragen was und das wird nicht beantwortet, sonst wird drumherum geredet. Müssen sagen, haben Sie mich abgehört? Von wann bis wann? Warum? Was war der Hintergrund? Warum haben Sie das gemacht? Solche Fragen werden nicht gestellt, weil ein devotes Verhalten gegenüber der US-Administration da ist und das kann nicht weiter so gehen. Alle Informationen, die herausgekommen sind, basieren auf den Informationen von Snowden, dem Whistleblower, und immer noch sitzt der in Russland. Wieso kann Europa jetzt eigentlich diesem Mann nicht sicheres Geleit gewähren zumindest und vielleicht auch Asyl? Das ist die ganz entscheidende Frage. Ich fordere die Bundesanwaltschaft, die ja offenbar auch ein Ermittlungsverfahren prüft, auf und auch die Bundesregierung zu Herrn Snowden, der ja nicht aus der Welt ist, Kontakt aufzunehmen, in welcher Weise auch immer von ihm weitere Informationen zu bekommen und auch Dokumente zu bekommen, Beweismittel zu bekommen und ihm hier in Deutschland Asyl oder sogar Zeugenschutz anzubieten, dass er hier in Deutschland, in Europa sicher ist und dann all das auf den Tisch legen kann, was wir jetzt brauchen, um nachzuweisen, was im Einzelnen passiert ist. Dankeschön, Herr Ströbele, für diese Information. Herr Ströbele fordert, er sitzt im parlamentarischen Kontrollgremium für die Grünen und fordert Asyl bzw. zumindest Informationen von Snowden. Und damit zurück zu euch nach Köln.